Tri, tra, tra, la, la, der Kasperl ist schon wieder da. Bizillein, der kleine Wicht, fehlt auch heute wieder nicht. Drum schicke ich euch groß und klein viele, viele Bussilein. So, Kinder, habt ihr den Kasperl gesehen? Hui, da kommt er ja schon. Hallo! Hallo, Bizi, sag mal, was ist denn da los? Hui, schau, da sind nur zwei Kinder im Publikum. Hui. Und schau, die nehmen den König. Der war schon oft bei uns im Kasperlhaus. Jö, ja, ist das nicht der Valentin da aus Kloster Neuburg? Ja, und zum Nikolaus? Da war mit seinem Bruder, dem Moritz, bei uns. Aber warum sind denn die ganz alleine da? Wo sind denn die anderen Kinder? Gebetzi, hast du noch nichts gehört, dass die Hexe Corona alles verzaubert hat? Und die Viren hüpfen jetzt zwischen den Leuten hin und her? Geh du, der Vitus ist doch der Herr Bürgermeister. Weißt eh, der kommt immer, wenn die Oma mal Geburtstag hat. Gebetzi, du bist ein Kasperl. Ein Virus ist ein ganz kleines Tierchen und das macht die Leute krank. Oh, und ganz krank macht es die ganz alten Leute. Und deswegen hat der Bürgermeister gesagt, dass wir die Oma bisher nicht besuchen sollen. Aber geh Kasperl, das geht doch gar nicht. Da bekommen wir ja gar keinen Kakao und keine Nutella-Palatschinken von der Oma. Na ja, ui, 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 du, da hast jetzt aber recht. Da werden wir schauen, dass wir die Hexe Corona fangen und dann muss sie den Zauberspruch wieder aufheben. Und dann sind die Viren wieder weg und wir kommen dann wieder zur Oma. Und da kriegen wir dann wieder Palatschinken und Kakao.